Es muss doch eine Erklärung geben. Naja. Aber ich weiß nicht, ob das so sicher ist, wenn du das machst. Ach. Nicht, weil du es nicht drauf hast, das wollte ich nicht sagen. Nur irgendwas fehlt uns ja sowieso, um das Spiel zu pullen. Und vielleicht wirkt diese Komponente auch genau auf diesen Trick aus. Hm. Und dann wär's 2-on-1. Ja, Luz ist Luz, ne? Das Gewinn ist doch egal. Max? So, was brauchen wir noch? Vermessungsmarkierung. Nee, das fährt. Oh man. Guck mal, wo muss ich das machen? Vermessen? Funktioniert. Auf zu neuen Ufern. Es ist noch nicht vorbei. Eigentlich recht groß, ne, das Dorn. Und umfangreich. Was ist das für ein cooler und von einer Minute? Ich habe 2 Stücke von diesem Kuchen mehr geholt. Das erste habe ich runtergekriegt. Ich weiß immer noch nicht, was da drin ist. Nicht so schlimm wie Kojos Kuchen. Ach, Siri, der war voll lecker. Ja, das Problem bei Kojos Kuchen sind, man sieht vorher schon, was drin ist, ja? Weil alles Innere nach außen quillt. Und man muss es trotzdem essen. Man kann nicht Nein sagen. Hier vielleicht messen. Nice. So, dann holen wir mal kondensiertes Nethergas. Ja. Hey. Ja, wir sind jetzt schon 12 Minuten in der Warteschlange. Jetzt schauen, dass sowas gelb-orangen ist. Ich mag es immer nicht, wenn da was im Kuchen ist, wo man nicht weiß, ob es zum Kuchen gehört oder irgendwie anders da reingekommen ist. Aber man hört ja überall so Legends, ja, und die hat eine Spinne verschluckt und dann hat die in der Speiseröhre ihre Eier gelegt. Zumindest so in der Art genehm. Oh, ich hab was gefunden. Obwohl ein Mann, ich kann jetzt wild, weil der hatte wirklich, ja, 3 Larven von so einer Fliege direkt unter der Kopf. Ja, deswegen tropisches Tier, aber nicht eine normale Fliege. Nein, naja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Braucht man nur ein kondensiertes? Ich weiß nicht. Man muss einen deaktivierten Turbo-Heritage, ja. Oh ja, Koja. Newsflash. Oh Mann, das gibt nicht. Sorry, aber ich konnte mir das nicht nehmen. Außerdem wollte ich gerade noch irgendwas sagen und dein Ding hat es mir weggenommen. Also nicht weggenommen, aber so suppressed. Es gibt auch so einen Wurm, der irgendwie in einem rum, in dem Blut, in den Venen oder irgendwas, rumschwimmt. So ein afrikanischer Augenwurm heißt der, glaube ich. Weil der aus dem Auge wieder rauskommt, sobald er es gefunden hat? Nee, wenn er das Auge findet, dann sieht man ihn.
Normalerweise ist er unter der Haut und so, da sieht man ihn schwer. Aber dann kann der Arzt ihn rausholen. Und was macht er so? Der Arzt? Rechnung ausstellen. Nee, der Wurm. Der stirbt dann wahrscheinlich. Nein, also ich meine, was er so normal im Körper macht, warum er da drin ist, was er da sucht. Dann lebt er. Und wer ihn geschickt hat. Ich hatte vergessen, warum der da ist. Hatte ich vergessen. Oh Gott, schlecht. Einfach awesome. Weil das so, ich komme aus der Zukunft und da sind Aliens und die werden euch angreifen in 10 Jahren und aber man kann die besiegen. Und wie? Hab ich vergessen. Wenn du denkst, was machst du dann? Du bist shitty. Jedenfalls gibt's sie nur da in den Tropen. Oder in Afrika, das weiß ich. Gibt's die wirklich nur in den Tropen? Oder können sie nur da leben? Ich weiß es nicht. Darauf wollte ich hinaus. Jedenfalls fühle ich mich mit USA. Ich sag mal so, USA ist so im Early Game, ja, Infanterie gegen Infanterie pur. Wenn es gut läuft, dann hast du gewonnen. Wenn es nicht so gut läuft, weiß ich immer nicht, was ich machen soll. Ja, das geht mir auch mit Wehrmacht genauso. Da lief es halt noch nie gut. Also bräuchten wir eigentlich British und Panzerhelden. Ja. Ich meine, das wäre ja auch historisch fast zustande gekommen. Ja, dann schreib mal ein Ticket. So, ich hab's aber voll. Nee, da nicht. Wie viel braucht man denn? Oder wenn du irgendwelche News für uns hast. Ach, bleib mir in Ruhe. Oder wir sind ein Team. Du musst mit mir. Oh Gott, ich hab keine mehr. Guck mal, ich hab das gemacht und so. Ich hab ihn deaktiviert, aber irgendwie gilt es jetzt nicht. Ich hab immer noch nur ein kondensiertes Nevergas. Wie kann das sein? Ich hatte ja schon 5. Totally neuen Quest. Muss man da irgendwas machen? Ne, einen habe ich ja schon so gekriegt. Die werde ich ja wohl nicht aus Glück bekommen. Wenn das Quest schon gecrashed wurde, dadurch, dass ich schon einen abgegeben habe. Aber warum hat es dann nichts gebracht? Ich weiß nicht, was mit dem Ding passiert ist. Er lief dann dumm rum. Das war's. Ich muss ja noch irgendwas töten. Komm, wir lassen die Quest. Ja, wir sind ja sowieso fast durch, denke ich mal. Ja. Noch ein bisschen Pflanzen. Oh. Ja. Na, wie gesagt. Amerika, mit dem Spiel, wo wir gewonnen haben, da war ich nach dem Early Game nur wieder ganz am Schluss richtig glücklich. Diese Artillerie, 3 Shermans. Richtig glücklich? Ja, richtig glücklich. Oder ich hab geweint. Nee, jetzt wirklich. Wie gesagt, wahrscheinlich kann man das auch ein bisschen solider aufbauen, indem man vielleicht auf so gepanzerte Wagen geht. Aber auf was macht? So gepanzerte Wagen. Was denn? Aber willst du bauen? Nein. Aus folgendem Grund. Warum denn nicht? Weil du schon diese Carrier hast. Ich habe die Carrier, die baue ich nicht mehr, die sind scheiße. Die sind überhaupt nicht scheiße.
Glaube ich, die haben den Panzerschreck. Ich glaube, man geht Carrier. Also du gehst Carrier am besten, wenn wir das doppelt wärmer. Das habe ich schon bei Protoss mal probiert, das geht nicht. Eigentlich war das unsere Hauptstrategie. Ganz viele Carrier und ganz viele Raven mit Verteidigungsdrohnen. Hat funktioniert, ihr Guys. Hat wirklich funktioniert, wir haben noch mal aus dem Replay davon. Vielleicht, weiß ich gar nicht. Ich auch nicht, weil wir bei den 90 haben. Auf jeden Fall was godlike. Ich brauche noch einen, bitte. Okay, ich mach dir noch einen. Auf jeden Fall wollte ich sagen, Carrier gegen Doppelwärmer, weißt du? Weil die haben im Early Game so eine Infanterie, die nicht so schnell auf Panzerabwehr kommt. Das ist korrekt, korrekt. Und das ist dann so, wenn er auf Hard Anti-Tank geht und so, dann kann man immer noch ihn mit Infanterie zu spammen danach. Weißt du, wenn er auf Pack oder so geht. Ja, und was jetzt, wenn ein Panzerlied dabei ist? Weiß nicht, Girl. Vielleicht GG schreiben. Das letzte Mal war echt, glaube ich, ein krass scheiß Problem das Doppelpanzer-Elite. Weil da die kritische Masse von Panzergrenadieren so früh erreicht wurde, wenn die zusammen waren, da hatte man keine Chance. Ja, okay. Das war echt scheiße. Und aber okay, gehen wir mal drauf ein. Ich habe keine Ahnung, aber wir beide lecken, sagt man ja, so ein bisschen an Panzerabwehr im Early Game. Aber im Early Game haben die auch noch keine Panzer. Das stimmt. Aber so Halbkettenfahrzeuge und so fangen schon an, Probleme darzustellen. Ja, ich habe Granaten. Ja. Guck mal, ich kann das Quest gelb, ja. Und ich kann es beenden. Auch. Das war einfach so buggy. Ja. Ja, aber du musst nur. Also, wo upgradest du die Granaten? Einzeln beim Trupp oder in so einem Gebäude? Einzeln das beim Trupp. Okay. Und das einzusetzen, das machen die automatisch, ne? Kostet nicht extra. Yep. Das ist schon mal gut. Bei mir kostet das so scheiß viel Munition. Später hat man zwar die ganze Munition, aber am Anfang ja nicht. Das Upgrade ist bei mir teuer, 75 Munition. Puh. Das ist teuer. Teuer Geld, Köder. Warum kommen wir nicht in die EU? Jetzt sogar noch einer weniger. Ich weiß nicht, Colin. Ich könnte jetzt ausfallend werden, aber ich sag's nicht. Wegen Internet. Oh Mann. Ja. Also weiß ich nicht, was man da macht, ehrlich gesagt. Ich will die ganz normalen Dinger bauen. Mit ein bisschen Mörser, Mörserstellung. Mhm. Das ist gut. Ich kann dann eigentlich Infanterie-Doktrin gehen. Dann kann ich so Ranger rufen. Und die haben zwei Panzerhäuser. In ihrem 6er-Trupp. Weil die sind nicht ganz so stark. Und das ist bei denen eher so Sekundärbewaffnung.